So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Pokémon, die Rockorti-Edition. In der letzten Folge haben wir unser Starter-Pokémon bekommen, dieses wundervolle Plinfer. Und, ihr seht es schon, ich habe das jetzt zwei Level, glaube ich, trainiert, nur um da ein bisschen schneller im Let's Play durchzukommen. Ne? Ihr wisst ja, wer mich schon länger verfolgt, dass ich gerade bei Pokémon-Spielen immer so bin, dass die Kämpfe vielleicht keine ganze Folge dauern, ne? Dass man da dann vielleicht so. Auf diesen Schildern stehen manchmal echt nützliche Dinge. Hab immer genug Tränke dabei oder suche ein Pokémon-Center auf. Okay. Hast du es etwa eilig? Ne, ich bin ja immer so, dass ich einigermaßen gut gelevelt bin, dass ich nicht jedes Pokémon one-hitte, ne? Aber dass eben die Kämpfe auch keine halbe Stunde dauern. Es ist in dem Let's Play dann auch langweilig. Ein Pokémon-Let's Play, klar, ist eine Sache, da passiert jetzt nicht sonderlich viel. Es ist jetzt kein irgendwie High-Speed-Action-Spiel, wo du 10 Inputs die Sekunde machen musst, sondern es ist halt eher was du entspannt auch nebenbei spielen kannst. Und ich würde auch behaupten, dass es eher ein Let's Play ist, dass man entspannt nebenbei schaut und nicht aktiv die ganze Zeit dabei sein muss, wie jetzt zum Beispiel bei God of War oder so. So, ein Pokéball. Was interessant ist, dass wir diesen Pokéball bekommen, bevor wir regulär an Pokébälle kommen. Ah, hier hast du also. Ah, der Soundtrack. Sonnewig? Aus der 4. Generation? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Das ist auf jeden Fall ein Haus der Safari-Zone. Jetzt habe ich total vergessen, was ich sagen wollte. Mensch, das ist auf jeden Fall der falsche Knopf. Ich muss echt noch ein bisschen trainieren. Die Arena-Leiterin ist echt nicht leicht zu besiegen. Na, da bin ich mal gespannt. In Helatown zu wohnen ist wunderschön. Mein Freund und ich haben uns hier gut eingelebt. Das könnte dir behilflich sein. Ein EP-Teiler, jetzt schon. Das ist etwas früh, würde ich behaupten. Etwas früh. Wir haben auch noch keinen Pokédex gekriegt, gell? Nee, wir haben nur. Interessant. Aber hier kriegen wir doch bestimmt, so wie du da stehst, die Angel. Oder in meiner Freizeit gehe ich oft angeln. Willst du es auch mal probieren? Und wir bekommen die normale Angel. Gut, gut. Ich sehe auch. Es ist niemand zu Hause. Laut Professor Bangania müsste ich hier doch das Paket abholen. Oh, da liegt ja ein Paket und anscheinend steht mein Name drauf. Und anscheinend spricht unser Protagonist. Was ist da los? Na gut, ich denke mal, derjenige hat das Paket für mich hier gelassen. Dann werde ich es wohl mitnehmen. Ich gehe einfach in ein fremdes Haus und nehme Sachen mit. Daro steckt das Paket für Professor Bangania ein. Ich wirke jetzt überhaupt nicht wie ein Dieb oder so. Ich finde, Hela ist die beste Stadt zum Entspannen. Außerdem ist die Miete hier nicht so hoch. Hihi. Ja, hier gibt's ja auch nichts. Herzlich willkommen im Pokémon Center. Ja, heil mir schnell meine Pokémon. Kann ich jetzt direkt in die Arena oder soll ich zuerst zum Professor? Ich glaube, ich sollte zuerst zum Professor. Aber mir wird hier ja keine direkte Linie vorgeschlagen, oder? Ich weiß nicht, könnte ich jetzt theoretisch in die Arena gehen? Die Stadt hier wirkt auch noch sehr leer auf mich. Das ist wieder dieses... Ich stelle mich jetzt... Ja, es... Hier hinten, ich habe halt nie mehr als ein Gebäude. Hier ist halt so viel freie Fläche überall. Es ist viel zu viel freie Fläche. Ich könnte jetzt auch einfach die Arena machen, oder? Ich verdiene mir hier in der Arena ein bisschen Taschengeld. Du bist ein Youngster mit dem Overworld-Sprite eines Käferfängers und du hast ein Shiggy. Okay. Und du hast anscheinend eine sehr hohe Verteidigung. Was ich gar nicht mal so cool finde, tatsächlich. Was ich tatsächlich gar nicht mal so cool finde. Da bin ich mal gespannt. Es ist tatsächlich sehr früh für eine Arena. Ich würde die erste Arena nicht so früh packen. Ich meine, wir haben immer noch nur ein Pokémon und wir sind jetzt noch nicht
Wir hätten nicht mal passiv so die Möglichkeit gehabt, nebenbei ein Pokémon zu fangen, weil den einzigen Pokéball, den wir gekriegt haben, haben wir ja nebenbei gekriegt. Der lag ja vor der Stadt, in der die Arena ist, aber nachdem wir quasi schon durchs letzte Stück Gras gelaufen sind, ne? Aber was mir gerade auffällt, jetzt ist dein Pokémon zurück. Bis zum nächsten Mal. Was mir gerade auffällt, hier geht's ja überhaupt nirgends weiter. Kriegen wir jetzt schon nach der Arena direkt Surfer und können dann im Süden von Bangala weitergehen? Oder wie sieht das aus? Anscheinend hast du Route 1 gut überstanden. Jetzt musst du nur noch an mir vorbei. Plötzlicher Schriftfarbenwechsel. Und wir kämpfen gegen Gymleader Misty. Ich bin umgezogen. Oh, der Crit, schön. Hör auf, meine Verteidigung zu senken. Das ist vor allem von daher nicht cool, da ich gesehen habe, dass Misty noch zwei weitere Pokémon hat. Ich meine, wir haben noch einen Trank. Und ich denke mal, dass du nicht so viel... hast du mir hier gerade einen Krebutak entgegengeworfen? Das zerstört doch jeden schon mit seinen Base-Stats. Das ist doch viel zu stark für die erste Arena. Bist du des Wahnsinns? Aber ich meine, du dachtest hier wahrscheinlich so... Krebutak, schon ein cooles Pokémon. Wasser-Arena da, Ich hab so das Gefühl, da stimmt so das... 21, 14, das heißt 7 Schaden. Das heißt, einmal kann ich... Jetzt hast du mir nur 6 Schaden gemacht. Und jetzt kommt... Ah, du bist ein Hyperheiler. Ich dachte, das wäre Top-Genesung. Okay, vielleicht sollen wir auch zuallererst... zu Professor Dings da. Das sieht nicht gut aus. Lass mich deine Pokémon heilen. Und ihm sein Päckchen geben. Vielleicht kriegen wir dann, was uns in der Arena hält. Trotzdem. Du kannst auch in der ersten Arena niemandem einen Krebutak entgegenwerfen. Und da wieder plötzlicher Tageszeitenwechsel. Ein Pikachu. Geh mir aus den Augen, Pikachu. Oh, ich liebe die Sprites der dritten Generation. Ey, Professor! Ey, Professor! Ey, Professor! Da, Ruder, bist du ja wieder. Ich habe übrigens die Rollos runtergezogen, deswegen ist es hier so dunkel. Scheint so, als ob du die kleine Reise gut überstanden hast und wie ich sehe, hast du das Paket dabei. Nun habe ich endlich das fehlende Teil. Bastel, bastel, bastel. Schraub, schraub. Hier, das ist für dich, Daro. Du hast einen Pokédex erhalten. Nun bist du endgültig bereit für dein Abenteuer. Am besten machst du dich nochmal auf den Weg nach Helatown. Da wartet die erste größere Herausforderung für dich, die Arena von Helatown. Viel Glück. Okay, also kriege ich nichts. Gib mir ein Pokémon. Ein Pokéball. Okay, gib mir kein Pokémon. Das wird durchaus interessant und ich habe schon offscreen gelernt. Du kannst mir da noch keinen Krebutak entgegenwerfen. Bist du denn des Wahnsinns? Also ich meine, auf der einen Seite könnte ich jetzt mir hier noch ein Pokémon fangen und es hochleveln. Auf der anderen Seite sind die jetzt wieder viel zu niedrig vom Level her. Ich habe zwar den EP-Teiler gekriegt, aber der bringt mir nichts, weil es hier keine Trainer gibt. Da gibt es relativ viel, was ich nochmal überdenken würde. Was ich so auf jeden Fall nicht machen würde. Ist hier ein Supermarkt? Ja, ist hier tatsächlich. Dann machen wir jetzt einen größeren Einkauf. Gib mir alle deine Tränke! Okay, und hier können wir einfach Pokébälle kaufen. Ist auch komisch, dass wir am Anfang nicht regulär Pokébälle gekriegt haben. Ich nehme mal lieber Mehmet. Ja, gut. Wird schon passen. Ciao. So, Arena Versuch Nummer 2! Das war definitiv die falsche Taste. So, Misty, Rückkampf, jetzt. Vielleicht hätte ich ein Pokémon mitnehmen können, fangen können, nur um ihm
nebenbei den EP-Teiler zu geben. Das ist halt, wie viel macht und macht Blubber mehr Schaden, auch wenn es nicht sehr effektiv ist, aber es ist halt. Na, ich dachte vielleicht, weil es eine physische Attacke ist und Shiggy halt eine gute. Andersrum. Blubber ist ja eine spezielle Attacke. Und Shiggy hat eine gute physische Verteidigung. Dass es dann vielleicht ein bisschen hilft. So, geh mir aus den Augen, Shiggy. Aus den Augen, aus dem Sinn. Watersport ist das was. Welche Attacken irgendwas schwächt es? Das habe ich aus Versehen wieder Blubber eingesetzt, Mensch. Ich bin gerade nicht ganz bei der Sache. Entschuldigung. So. Einmal vollheilen, bitte. Dankeschön. Okay, zum Glück kommt da nur der Blubber. Warum kommt jetzt nur der Blubber? Was war das vorher eigentlich für eine Attacke? Was ist Round? Ich kenne nur Pound und das setze ich ein. Ja, blubber mich weiter zu. Da habe ich tatsächlich überhaupt kein Problem mit. So kann ich den Kampf tatsächlich bestreiten. Da kommt wieder Round, was auch immer das ist. Ah! Kannst du bitte nicht? Und da kommt wieder der Blubber. Ja, Blubber ruhig ein bisschen mehr, habe ich kein Problem. Könnt jetzt mal critten. Das wär eine Idee, da hätte ich tatsächlich überhaupt kein Problem mit. Auf der anderen Seite könnte Kributak mich auch critten. Das wäre tatsächlich gar nicht so cool. So, gibt immerhin schön viele Erfahrungspunkte. Hey, der hatte nur zwei Pokémon. Warum wurden drei angezeigt? Sehr gut. Na, dann nehme ich alles zurück. Dann war es okay, auch wenn Kributak ist trotzdem ein harter Brocken, weil es ja schon eine letzte Entwicklung ist. Hier, dein erster Orden. Du hast ihn dir verdient. Ich muss dir noch was Besonderes geben. Surfer. Wundervoll. Nun kannst du mit deinem Pokémon übers Wasser surfen. So, jetzt stellt sich hier aber wieder die Frage. Wir haben Surfer. Aber kommen wir an Pokémon, die Surfer lernen können? Hast du soweit mitgedacht? Jetzt bin ich gespannt, ob wir mit der... Ich meine, ja, wir haben die Angel. Also wir haben ja sowieso Plinfer, aber wir haben die Angel. Aber gibt es mit der normalen Angel jetzt hier mehr Pokémon zu fangen als Carpador? Weil Carpador kann kein Surfer. Das kannst du vergessen, dem Carpador Surfer beizubringen. Not even a nibble. Nicht mal angenibbelt hat's da. Ups, das war zu schnell. Ja. Ist voll irritierend, weil die Tasten... Not even a nibble. Ich probier's nochmal. Landed a Pokémon. Und es ist... ein Gastro... Du solltest wirklich nochmal überdenken, wo du welche Pokémon encountern lässt. Also ich nehme das jetzt mal mit, weil... Oh nein, ich nehme es doch nicht mit. Ich dachte, dem könnten wir vielleicht ein bisschen mehr Schaden machen. Es ist viel... Gastrodon ist viel zu stark dafür, dass man es direkt am Anfang kriegt. So, erstmal hier durch das... Vielleicht hat es auch überhaupt keine Tageszeit, sondern es ist so ein... fetter Strahler einfach über dem Gebiet. Wir machen hier Licht! Wie, es gab's doch in der dritten Generation in Feuerrot, Blattgrün. War das Feuerrot, Blattgrün? Nein, Quatsch, das war Feuergrün. Das war das Parodiespiel. Deswegen war das gerade. Ich hab mich gerade. Würde Nintendo das wirklich in einem Spiel machen? Nein, das war ein Parodiespiel. Wo dann da so ein Wanderer rumstand, der dann, wenn du ihn besiegt hast, hat er dir das Licht angemacht und meinte so, ich hab hier einen irgendwie... Der bewegt sich so schnell. Der sollte sich nicht so schnell bewegen. Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, ich fange mir... Dich könnte ich mir fangen. Dann haben wir später einen Zapplerang. Dann darf ich gleich mein Pokémon wieder heilen gehen. Da finde ich jetzt aber auch wieder gut, dass es in der ersten Stadt
ein Pokémon Center gibt. Einfach weil wir nochmal durch die erste Stadt durchkommen. Und es nicht einfach nur so eine Einwegstadt ist, sondern wir kommen nochmal in beide Richtungen durch die Stadt. Ja, du kriegst einen Nicknamen. Dynamo nenne ich Tyson. Weil das irgendwie wie Dynamo. Ich habe instinktiv zuerst daran gedacht, lasst mich in Ruhe. Ah. So. So, heil mein Pokémon. Dann geben wir dem Guten gleich einen EP-Teiler. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viel da gleich noch kommt. Ob sich das noch lohnt für noch eine Folge. Weil es ist eine sehr frühe Version. Soviel ich weiß, da arbeiten die zwei. Korrigier mich, ich nehme das gerade alles am ersten Tag auf. Korrigier mich, wenn ihr mehr als zwei seid. Ich dachte, du hättest gesagt, dass ihr seid. Kann auch ganz anders sein. Kann auch sein, dass ich total Bullshit laber. Ein Schallquapp. Geh weg, Schallquapp. Ich mag dich und deine Entwicklung nicht. Ein Superball, wunderbar. Und der Rechts scheint es weiterzugehen. Und dann werde ich spontan mal entscheiden, wie es... Wo kommst du denn hier? Hier ein Land ist doch schon viel angenehmer. Wo kommst du denn her? Das halte ich auch für fragwürdig, dass es Trainer gibt. Warum hat er... Abgesehen davon, dass Surfer eine viel zu starke Wasserattacke für den Anfang ist. Warum hat er einen Kapuno? Wenn es jetzt auch irgendwie Drachenwut hätte, dann hätten wir ein echtes Problem. Immerhin gibt es auch wieder schön viele Erfahrungspunkte. Ah, nee, doch nicht. Du bist echt gut. Mach das nochmal. Ich bin mir nicht sicher, ob das so soll. Hat Pikachu das gerade auch gemacht? Pikachu bewegt dich. Ich entwickle mich im Laufen. Der Kapernbaum. Ein Mythos sagt, alle 100 Jahre erneuert sich der Baum von alleine. Oder hat ein Pokémon damit zu tun? Auf jeden Fall können wir damit nichts anfangen. Dann scheint es doch noch in der nächsten Folge was für uns zu suchen zu gehen. Solange der Kapern-Tunnel nicht fertig gebaut ist, komme ich hier nicht weg. Seitdem ein mysteriöses Pokémon in Schwebe überschwemmt hat, sitze ich hier fest. Aber wir haben zum Glück Surfer. Dann schauen wir uns das mal in der nächsten Folge an. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao. So, ich habe gerade eben gesehen, dass die Demo-Version hier tatsächlich schon zu Ende ist. Wollte gerade noch fröhlich so eine dritte Folge aufnehmen. Dann bin ich hier reingegangen. Dann bin ich da so, ich leite hier den Bau. Ich muss hier leider sagen, dass die Demo-Version hier vorbei ist. Und ich war so, geil, eine Minute Aufnahmezeit. Woo! Huiuiuiui. Deswegen wollte ich jetzt hier noch ein bisschen Kritik ranhängen. Also fangen wir an mit dem Mapping. Wie bereits gesagt, du benutzt viel zu viele, viel zu große Flächen. Ich meine, hier ist jetzt zum Beispiel eine riesige Fläche, auf der passiert nichts. Fast der ganze Bildschirm ist ausgefüllt von einer riesigen Fläche, auf der nichts passiert. Gerade in der ersten Stadt hat man das sehr gemerkt. Das wurde gegen später ein bisschen besser, aber das ist sowas, wo ich auf jeden Fall dran arbeiten würde. Dazu das Balancing. Ich habe hier zum Beispiel gesehen, dass es hier wilde Siberios gibt. Das passt halt gar nicht. Wir haben gerade einen Orden. Du kannst auch hier kein Top-Tier-Pokémon entgegenwerfen. Das ist etwas fragwürdig. Es gibt so viele Pokémon, da würde ich doch Pokémon nehmen, die dem Gebiet eher entsprechen. Vor allem hier passt ja auch kein Siberio hin. Hier gibt es ja nichts, was mit Eis zu tun hat. Solche Sachen, weißt du? Das sind Sachen, die ich auf jeden Fall ändern würde. Dann, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Irgendeinen Punkt hatte ich noch. Ah, wildes Pokémon. Aber ich komme nicht mehr drauf. Gut, Gladiantri ist noch okay für ein wildes Pokémon. Von mir aus hau mir hier Gladiantri um die Ohren. Ist okay. Oder sowas wie Gastrodon am Anfang. Viel zu stark für das Gebiet. Weißt du, dann rennst du halt mit einem Pokémon rum, das am Anfang übertrieben stark ist und dir später halt gar nichts mehr nützt. Das ist auf jeden Fall eine Sache,
Aber generell, ich weiß ja, ich habe ja genauso angefangen, auch was das Mapping angeht. Ich habe am Anfang auch viel zu viele große Flächen benutzt. Und deswegen leb dich hier in dem Spiel ein bisschen aus. Ich würde jetzt auch behaupten, leg deinen Fokus nicht darauf, das Spiel zwangsläufig fertigzustellen oder jetzt sofort fertigzustellen, sondern leg den Fokus darauf, daraus jetzt zu lernen, was du hier machst. Und dich im Umgang mit dem RPG-Maker zu bessern. Weil je mehr du mit dem RPG-Maker rumhantierst, desto besser wirst du logischerweise auch darin. Dann kannst du ja das Spiel jetzt so weit machen, wie du Lust drauf hast. Und dann das Ganze nochmal überarbeiten. Das hat man zum Beispiel, es gibt einen großen ROM-Ersteller, der hat jetzt, oder Pokémon-Fangame-Ersteller, und der hat jetzt eben ein Remake von seinem ersten Pokémon-Fangame gemacht, weil sein erstes Pokémon-Fangame war eben, er hat viel rumprobiert, deswegen war es jetzt halt nicht sonderlich gut. Und deswegen hat er alles, was er jetzt gelernt hat, hat er wieder da reingepackt in sein Fangame. Und hat das eben verbessert. Und da ist jetzt ein richtig gutes Remake draus geworden. Ich weiß leider nicht mehr aus dem Kopf, wie das heißt. Ich komme nicht mehr drauf. Es tut mir leid, dass ich da jetzt die Namen nicht im Kopf habe. Deswegen bleib dran. Lass dir nicht die Lust irgendwie dran nehmen, auch wenn irgendjemand dich kritisiert oder so. Sondern lern daraus, bastel so viel dran weiter, wie du Lust hast. Und auch wenn du jetzt später im Spiel fortschreitest und das Spiel weitermachst, kannst du ja die ersten Gebiete immer noch überarbeiten. Ne, wenn dir dann da was nicht mehr gefällt oder du eben was Besseres weißt, auch für die Anfangssequenz oder so, wenn dir da irgendwas Cooles einfällt. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt, was hier steht. Deswegen lern im Prozess, wende das Gelernte an. Und das Wichtigste ist ja, dass du dabei Spaß hast, dein Spiel zu machen. Darum geht's ja jetzt primär. Deswegen hoffe ich, dass es hier bald weitergeht. Ich habe auf jeden Fall Bock, weiter zu zocken. Deswegen halte mich auf dem Laufenden. Dann hoffe ich, dass es den anderen auch gefallen hat. Nochmal meine Abmoderation, weil ich das jetzt einfach nochmal hinten dran schneide. Und das Übliche halt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.